Moin Leute vom Bau. Herzlich willkommen zum nächsten Video. Es ist heute schon Dienstag. Ach Quatsch, nee, heute ist Montag. Bin schon irgendwie einen Tag voraus. Wir haben letzte Woche Freitag noch eine Baustelle angefangen. Habe ich vergessen aufzunehmen, weil wir ein bisschen zeitlich eingeschränkt waren. Haben hier schon die Rohrleitung gelegt. Die weiteren Aufgaben, die wir hier noch erledigen müssen, ist Regenwasser. Einmal hier. Drei Fallrohre sind auf der anderen Seite noch. Dann wird hier drinnen noch Mineralgemisch eingebaut. Müssen wir schauen, ob das mit der Höhe hinkommt, ob ich hier mit dem Bagger reinpasse. Hier vorne kommen noch Stellplätze hin, hier muss auch noch Mineralgemisch eingebaut werden. Problem an der ganzen Sache ist, hier liegt schon Estrich. Der lag hier schon, als wir angekommen sind. Die wussten aber alle, dass wir hier mit Rohrleitung anfangen. Und am Freitag wollen sie jetzt hier schon den Estrichbeton reinbringen. Das Problem ist halt, dass ich den jetzt ein bisschen mischen musste, damit ich hier vorankomme. Hier vorne kommt auch noch Mineralgemischweg. Das geht dann einmal hier rum. Hier kommt Terrasse hin. Ich glaube 3 Meter breit wird die Terrasse hier. Hier kommt noch ein Weg rum. Und hier vorne kommt auch noch mal eine Terrasse hin. Regenwasser sieht man dort. 1, 2, 3 Fallrohre schließen wir zusammen. Ach, hier oben ist auch noch eins. Und dann kommen auch unsere Sickertunnel hier wieder rein. Denk mal hier vorne. Den Mutterboden müssen wir auch noch einbauen. Bisschen was zu tun, aber ich denke mal, dass wir Regenwasser und Schmutzwasser erstmal ummachen. Und dann warten, bis der Estrich vorne weg ist, damit wir mit unseren LKWs dort hinfahren können und Mineralgemisch kippen können. Ja, gleich ist die Abnahme. Dann sehen wir weiter. Die Rohrleitung liegt schon. Bis hier vorne sind ungefähr 10, ich glaube 26 Meter. Hier ein Abzweig noch gesetzt. Das war's. Ich habe jetzt gerade noch schnell das Aufmaß gemacht, damit Chef das auch ordentlich abrechnen kann. Mein Kollege baut schon das Standrohr auf. Dann können wir hier gleich die Blase setzen. Wasser drauf geben, 1/2 ist Abnahme. Gut, ist noch ein bisschen hin. Aber was fertig ist, ist fertig. Ne? Dann können wir gleich schon mal Regenwasser anfangen. Hier haben wir die Blase sitzen. Haben den Schacht vorher nochmal sauber gemacht, weil der sehr, sehr dreckig war. Es läuft gerade das Wasser drauf. Und dann ist Abnahme. Dann können wir den Graben hier endlich zumachen. So, Abnahme war erfolgreich. Ich mache jetzt den Graben zu. Abrütteln. Dann können wir an Regenwasser reingehen. So, letzte Lage. Und dann ist der Graben endlich zu. Wahrscheinlich werden wir hier doch kein Mineralgemisch einbauen, solange der Estrich noch hier liegt. Das werden die am Freitag einbauen, soweit ich weiß. Und am Mittwoch werden sie hier schon das Garagentor einbauen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich morgen gar nicht mehr hier sein. Moin Leute, mittlerweile haben wir schon Donnerstag. Gestern war ich krank, deswegen konnte ich gestern nichts machen oder nichts aufnehmen. Wir sind jetzt gerade bei einer Nachbarfirma, holen jetzt gerade einen Minibagger weg, weil unser gerade neue Ketten bekommt. Da wird wieder Regenwasser gemacht. So, wir sind wieder auf unserer Katastrophenbaustelle. Viele von euch oder einige von euch kennen diese Baustelle, ja, habe ich hier oben mal verlinkt. Heute ist aber Regenwasser dran. Einmal hier rum. Ich glaube, hier auf der Seite war auch noch ein Fallrohr. Genau, hier ist noch ein Fallrohr, dort und auf der anderen Seite. Das heißt, wir ziehen die beiden zusammen bis hier vorne ungefähr. Dann die, die von dieser Seite kommen, bis hierhin, machen hier ein großes Loch, sitzen hier unsere Sickertunnel rein, Fließ rüber, zumachen und dann ist die Geschichte hier auf dieser Baustelle auch durch. Und dann haben wir auf jeden Fall noch eine Baustelle, wo wir Anfang der Woche waren, wo noch Regenwasser gemacht werden muss. Da mussten wir ja leider abbrechen, weil unser Bagger bekommt neue Ketten, so rum. Und dann geht das da weiter. So, als erstes werden wir diesen Schacht hier, das ist der Schmutzwasserschacht, der Revisionsschacht, den wir gesetzt haben für unsere Schmutzwasserleitung, den werden wir erstmal wieder richten, weil irgendein Gewerk hier nämlich schön gegengefahren ist. Man sieht es dort. Und der sitzt halt ein bisschen schräg, der ist ein bisschen beschissen. Machen wir halt ein bisschen freisetzen, wieder gerade und dann sollte das wieder passen. Ich hoffe, dass da nichts kaputt gegangen ist. So, Rohrleitung ist auf beiden Seiten soweit erstmal fertig. Alle Fallrohre sind angeschlossen. Jetzt setzen wir hier vorne noch die
Tunnel hin. 9,60 Meter und ja, tiefer muss ich anschauen. Ab hier bis da hinten, wo der Graben offen ist. Jetzt fahre ich erstmal nach vorne und hole mal die Tunnel, dann brauchen wir die nicht tragen. So, den ersten Graben habe ich zu. Tunnel sind drinne. Jetzt noch eine Lage einbauen, abrütteln, noch eine Lage abrütteln. Aber das mache ich erst morgen. Jetzt erstmal Feierabend. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute vom Bau. Wir sind wieder auf unserer Baustelle hier. Bagger läuft jetzt gerade warm. Warum der Radlader heute hier ist, ich muss nachher hier Mineralgemisch einbauen. Von ganz hinten bis hierher und ich glaube bis Ende des Hauses noch. Aber vorerst muss ich den Rohrgraben noch zumachen, den ich gestern geöffnet habe. Ich habe hier Regenwasserleitung mit meinem Kollegen gelegt. Hier hinten ist auch noch auf. Da, wo die Sickertunnel sitzen, das wird alles noch zugemacht. Um 9 Uhr, 9:30 Uhr kommt, glaube ich, schon Mineralgemisch. Aber ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, um das alles zuzumachen hier. Den Schmutzwasserschacht da hinten, den muss ich auch noch runterschneiden, weil sonst komme ich da mit dem Lader nicht durch. So ungefähr auf die Höhe vom Pflaster. Ich weiß halt nicht, wie hoch das Pflaster nachher kommt. Deswegen baue ich es nur grob ein. Auf jeden Fall werde ich euch das zeigen und das Mineralgemisch werde ich nachher mit unserem Maschinenempfänger einbauen. So sieht das ganze Ding aus. Der hat so eine Metallplatte hier dran. Sieht dann quasi nachher so aus. Kann ich euch nachher nochmal zeigen auf jeden Fall. Oder ich verlinke euch mal jemanden. Den Silvio habe ich hier oben verlinkt. Der hat das auf seiner Seite sehr gut erklärt. Ein Stück höher als wir eigentlich sein müssen. Der Rest kann sich der Pflasterer dann zurechtschneiden. Nicht, dass ich nachher noch zu viel wegschneide. Dann werde ich jetzt gleich Boden abtragen hier. Hier habe ich den ganzen Müll schon entsorgt. Wurde erstmal an die Seite geschmissen. Den ganzen Boden fahre ich noch nach hinten. Müll habe ich hier rüber geräumt. Der kann auch hin. Und dann kommt unser Maschinenempfänger gleich mal zum Einsatz. Apropos Maschinenempfänger bzw. Firma Nedo. Also das, was ich jetzt hier mache, ist unbezahlte Werbung. Und zwar habe ich von Nedo, von Silvio Materne, verlinke ich hier oben mal, seinen YouTube-Kanal und sein Instagram-Profil, ein Paket zugesendet bekommen mit zwei geilen Rucksäcken. Das passt sich ganz gut, weil hier kann ich auf jeden Fall mal mein ganzes Equipment reinpacken. Das Ding hat auf jeden Fall viele Fächer, sehe ich gerade. Vier Fächer. Das ist ein ganz geiles Ding. Silvio ist Gebietsverkaufsleiter Nordost zwischen Suhl und Sylt, Magdeburg bis Frankfurt-Oder. Also ihr könnt euch gerne mal bei ihm melden, falls ihr auch mal Fragen habt, was Nedo-Produkte angeht. Ganz cooler Typ. Ich habe auch schon selber mit ihm telefoniert, wenn ich mal Fragen hatte und sowas. Und das auf jeden Fall mal dazu. Das ist ein geiler Rucksack. Vielen Dank dafür. Werde ich auf jeden Fall ständig auf der Baustelle mittragen. So, Mineralgemisch ist auch da. Das kippen wir jetzt hier rein. So, Mineralgemisch wurde gekippt, den habe ich runtergeschnitten, da kann ich jetzt rüberfahren, den ganzen Müll nach hinten fahren und dann kann ich hier Planung machen fürs Mineralgemisch, Mineralgemisch einbauen, Kollegen anrufen, dass wir noch mehr Mineralgemisch brauchen, dann geht's mal los.
werde den Rest jetzt noch in die Mitte ziehen mit dem Bagger. Dann mache ich das ein bisschen glatt und dann kann ich mich der Einfahrt widmen. Also wenn ich etwas gut kann, dann ist es Plan und Ziehen mit dem Radlader. Ich fahre Radlader tatsächlich auch viel lieber als mit dem Bagger. So, ab hier vorne baue ich jetzt noch Mineralgemisch ein, kommt gleich noch was. Und dann ist Feierabend. Also ich bin fertig. Das reicht für heute. Mehr Material habe ich sowieso nicht. Einfall ist fertig. Hier ein bisschen Stellplatz. Ich bin ja ab Montag wieder hier. Terrasse noch machen. So, das war es dann erstmal von meiner Seite aus. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Restwochenende. Ich werde jetzt in mein wohlverdientes Wochenende gehen. Haut rein, wir sehen uns. Tschüss.